Wir sind heute hier am Tag der FDP in Burgdorf. Und selbst hier regiert der freie Markt, zumindest in der Halle. Was hast du heute erreicht am Tag der FDP? Ja, ich meine, wir sind da. Da finde ich, ist schon viel für eine Frau. Am Morgen aufstehen, sich bereit machen und hierher kommen. Darf ich dir ein bisschen Essen vom Teller klauen? Ja, ich habe aus Kindermenü bekommen, weißt du? Das ist ein typisches Ostschweizer Lächeln, gell? Du hast ein Nolmabrot, du hast quer in die Schnur rein, ohne Senf, oder? Aber sicher ohne Senf, der würde ins Rausentopfen. Das ist ein bisschen hässlich. Hat irgendjemand heute mal über das Klima geredet? Doch, immer wieder mal. Aber dass vor allem die Linken es übertreiben mit dem Klima. Beziehungsweise einmal so und einmal so wollen. Aber man hat schon über das Klima gehört. Also die Linken sind immer noch die grösste Krise als das Klima. Für die FDP schon. Gibt es überhaupt noch Bienchen und Blümchen, wenn ihr so weitermacht? Mit eurer Politik, die das Klima überhaupt nicht erwähnt? Da gibt es im Fall Bienenvölker und ganze Felder und Wiesen. Und wir werden das ganze Land mit Blumen übersäen, weil wir sind so stark im Fall. FD-Potenz. Ja, also ich würde fehlt sagen, die Potenz wahrscheinlich, oder FDP? Also von Fehlen von Potenz wenn wir in Zusammenhang mit der FDP überhaupt nicht reden, weil so kraftvoll wie wir jetzt unterwegs sind, wäre da eine völlig falsche Assoziation. Man muss stark sein und man muss aber gleich elastisch genug sein, wenn man mal eine Hecke bekommt. Verwurzelt ist die Eiche von Kasper Villiger, der gesagt hat, bist du eher so ein Eiche oder eher so ein schlankes, biegsames Schilfrohr im Wind? Das ist jetzt da eine echte Frage. Also das Fähnchen im Wind. Man muss sich bewegen und schauen, in welche Richtung kann man gehen. Das ist ein gutes Prinzip. Und Schilfrohr steht immer im Sumpf, oder? Ja, so ist es halt. Das Einzige, was bei euch ein bisschen ist, ist der Steuerfuss, oder? Ja, nicht nur. Der Steuerfuss ist klein, aber der ökologische Fußabdruck ist riesig, oder? Richtig, genau. Die FDP ist ja nicht die Partei mit Herz, sondern die mit Geld. Wir brauchen kein Herz, sondern wir haben Kohle. Hey, was ist das Problem? Wenn du Partei-Vizepräsident bist, dann hast du eigentlich für uns meistens musst du irgendwie durch den Weg laufen. Das ist nicht, das ist kein Sonnenspaziergang. Sicher? Nein. Wir sehen hier, werden neue FDP-Mitglieder direkt gemacht. Man schmiert ihnen ein bisschen Zucker ums Maul, bläst sie ein bisschen auf, dreimal durchgespült im Schnellgang. Und schon hat man ein wunderbares FDP-Mitglied, einen blauen Kopf, sehr viel Luft und wenig Substanz.